Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf unseren Kanälen Lightning TV und DexterDex. Seid gegrüßt und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind jetzt schon mal... ich musste meinen Panda mal eben einmal kalibrieren. Sorry, wenn ich rausgetappt bin. Ich habe immer noch die Spielaufnahme, also Bildschirmaufnahme statt Spielaufnahme. So, wir sind jetzt hier zu der verlassenen Outpost, damit ich ein Level kriege. So sieht's aus, hallo Dex. Grüß dich, genau. So, ja. Dann haben wir, wir hatten sogar noch Siliziumbarren. Ich zeig's euch mal eben. Uns fehlen jetzt für das große Raumschiff noch 1000 Neodymitbarren. Also wir müssen erst den kleinen bauen, da kommen wir nicht drum rum. Damit wir, den großen bauen können, ja. Damit wir von dem Planeten runterkommen und dann quasi den großen bauen. Und ich brauche ein Level halt. Also ich bin Level... Ich bin jetzt Level 16, ich muss Level 17 sein. Das heißt, ich brauche noch dieses doofe Level. Und ich hoffe, wir können jetzt hier, oder ich kann jetzt hier noch ein Level machen. Ich habe aber keine Ahnung, ob wir hier, Feinde haben oder ob wir keine Feinde haben hier. Oh, da sind Spinnen auf. Lass mich die mal bitte erschießen. Super, die rennt weg. Jetzt rennen wir hinter den feigen Spinnen hinterher rennen, ehrlich? Also, rechts. Hier. Okay, die hätte ich. 600 EP, das ist gut. Hier muss aber noch eine sein. Ich hatte noch eine gesehen hier. Da oben ist sie. Gott, was sind die Feige? Die hauen ja alle ab. Nochmal 600 EP. Sammelst du das Fleisch ein? Gut, dann gehe ich mal hier hoch, mal gucken, ob wir hier noch einen haben. Hier sehe ich jetzt gerade keinen. Oh, hier haben wir aber auch einiges zum Abbauen. Warte mal. Oh, hier sind Spinnen. Wo? Oh! Scheiße, Dreck. Weißt du, ich wollte mal eben galant mein Multitool wieder damit ich gucken kann, was das hier ist. Container-Kontrollelement. Oh, hier können wir auch. Hast du noch einen Kern? Ich hab noch einen Kern, ja. Ah, cool. Dann, weil hier sind überall Container-Kontrollelemente. Ups, wer hat denn auf mich geballert? Nicht. Irgendwas hat auf mich geschossen. Hier ist eine Spinne. Hab ich ein bisschen angeschossen schon. Warte. Weil ich muss ja eben die Ansicht ändern hier. Du musst auf den Rap. Ja, die sitzt da so, die sitzt so beknackt, dass ich, Das sind noch Aliens. So. Ach, die sind so zappelig hier. Können die nicht mal ruhig stehen bleiben? Weißt du was? Ach, runter kannst du gar nicht, kannst du nur rauf, okay. Ja, runter geht's auch noch. Woanders. Hier geht's runter, aber nicht mit dem Aufzug, ne? Ja, im Aufzug geht's hier drüben runter. Wo? Hier geht noch eine Treppe raus. Ich höre noch Spinnen irgendwo. Hier geht's. Aufzug runter. Okay. War jetzt nicht unbedingt die beste. Nee, da, hier sind wir wieder hier unten im Eingang. Im Eingangsbereich. Ich guck mal auf die andere Seite. Hier oben ist auch noch. Hier ist Küche, Badezimmer. Aber nichts zum. Dann muss ja der Kern irgendwie oben sein, oder? Entweder ist der Kern oben oder der Kern ist unten, wo die Aliens sind. Kriegt die Sau aber auch nicht. Und wenn ich jetzt da runter hopse, bin ich bestimmt tot. Ach, am Eimer, komm. Alien Skorpion hat mich erschlagen. Mit einem Hit.
So. Das Gute ist ja, hier so wieder reinkommt. So, den habe ich auch down. Ja, wer schießt denn auf mich schon wieder? Ich habe schon wieder einen Knochenbruch. Boah. Ich wurde auf einmal jetzt. Mit dem Schiff kann ich da landen und wenn ich da hinlaufe. Also. Was ist denn das? Die Scheiße hier ist das. Oh Mann, wieso? Du kannst da auch nicht ausweichen, ne? Du kannst diesem Geschütz einfach nicht ausweichen. Welchem Geschütz? Das Automatikgeschütz, was da außen ist. Ich spawne natürlich genau auf der Seite, wo ein Geschütz an dem Außenposten dranhängt. Darf nicht wahr sein. Also ich bin jetzt schon mal runtergegangen. Wo bist du jetzt runtergekommen? Da, wo die Aliens sind. Ich habe die Aliens erschossen. Ich habe den Kern gefunden. Ich mache den Kern mal kaputt. Okay, der Kern hätte sich erledigt. Ich hab's gehört, ja. Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber... Jetzt, Containerlagererweiterung. Jetzt müsstest du rein theoretisch nur noch, Ich bin direkt hier vorne am Eingang. Da ist jetzt was frei. Wenn du einen Kern stellst, dann können wir abbauen. Aber hier müssen noch irgendwo... Aliens, ja, hier, du kannst ja hier hoch. Es geht ja hier in der Mitte hoch. Ja, und das sind noch. Aber ich kann ja hier einfach auch mal einen Kern stellen, oder? Ja, klar. So. So, weil hier ist jetzt nichts mehr. Wir haben hier noch ein Container-Kontrollelement. Hier haben wir noch eine Frachtbox. Was ist hier oben noch? Hier geht's auch noch raus. Doch, da geht's irgendwie noch hoch auf jeden Fall. Ah, hier geht's weiter hoch, ja, stimmt. Geht's noch mal ein Stückchen hoch? Was ist das da? Wir haben doch schon einen Kern stehen, ne? Fällt mir gerade ein. Kern stehen, du kannst abbauen. Dann brauche ich mir da jetzt nicht die Mühe machen hier. Nee. Oh, ich bin voll, deshalb. Ah ne. Großer Tank. Bin ich voll. Treibstofftank. Drahtlosverbindung, aha. Auch direkt mitnehmen. Den kann ich essen, dann kann ich den noch mit rübernehmen. Ich muss eh zum Raumschiff jetzt erstmal, glaube ich, weil ich bin full. Wir müssen auch unbedingt Alien Plasma farmen gehen, damit wir wieder Heilung herstellen können. Wahrscheinlich findest du das am besten im... Am besten am Starter Masperon, an dem Sumpfplanet. Da waren eigentlich immer viele von diesen Aliens. Aha, das sind Fensterstahlblöcke. Okay, interessant. Dann nehme ich jetzt den Aufzug noch mit, weil hier oben ist nichts mehr. So.
Na toll. Ach ne, nur die Rundungen hier noch. Hangartüre. Fenster nehme ich mal mit hier. Liegt das an dem Knochenbruch, dass ich nicht so springen kann? Ja, definitiv liegt das da dran. Verena würde sagen, hätte ich dir vorher sagen können. Ja, aber weil es leuchtet mir halt nicht ein, weil ja, wenn der Knochen gebrochen hat. Der Jack, ja, laufen, okay, aber ich habe ja da Jackpack, also ich kann nicht so hoch springen, weißt du? Ja, genau. Also du meinst, das Jetpack kann ich ja trotzdem weitertragen, oder was? Eigentlich doch schon, oder? Das hat doch nichts mit dem Knochenbruch zu tun. Doch. Verena nickt. Verena nickt? Glaube ich, oder? Wenn man nicht mehr so hoch springen kann oder nicht mehr so hoch fliegen kann, ist Knochenbruch der Grund dafür, oder? Eigentlich ja, sagt er. Ja. Also, rein vom Logischen her gesehen dürfte es eigentlich nicht. Ne, diese Weise. Also Containerlagererweiterungen, ne? Haben wir jetzt den ganzen Arsch voll. Ja, wir haben jetzt gerade 5 Stück oder so, habe ich jetzt gerade abgebaut. Transbete Stahl. Nehme ich doch mal mit, oder? Pflanzbeete Stahl? Ja. Ja, okay. Die gibt's also doch noch. Ja, aber wieso können wir die nicht bauen? Ich weiß nicht, wieso wir die nicht bauen können. Brauchen wir dafür vielleicht noch einen höheren Constructor? Geht das noch? Nee. Den wir haben, der müsste eigentlich, Aber, wie viel Pflanzbeete brauchst du? 36. Ich hab jetzt 39. Reicht also, würde ich behaupten. Komm, die Pflanzenlampen nehmen wir auch mit, genau. Also ich habe schon wieder irgendeine Krankheit und ich weiß wieder nicht welche. Wo läufst du denn auch immer überall? Schmerzmittel. Ich habe natürlich kein Schmerzmittel, ne? Erste-Hilfe-Kit. Warte mal, habe ich ein Schmerzmittel? Typ 2. So, hier ist auf jeden Fall auch nickes. Ich guck mal eben im Raumschiff, ob wir da ein Schmerzmittel noch haben. Da, ins Raumschiff. Bist du denn jetzt wenigstens eine Stufe aufgestiegen? Ne. Mir fehlt immer noch auf die Hälfte noch. Ich glaube, durchs Abbauen kriegst du auch ein bisschen EP, kann das sein? Nee, ne? Nee. Was ich halt dringend brauche, ist ein Schmerzmittel, weil sonst bin ich kniffen. Adrenalinspritze habe ich hier. Nee, ich brauche einen Schmerz. Ich brauche ein Schmerzmittel. Oder die gelbe Erste-Hilfe-Kit. Z habe ich nicht, kann ich nicht mit denen. Schon wieder Lagercontainer-Erweiterung. Zumindest bin ich jetzt erstmal voll gegessen, aber das bringt mich auch nicht weiter, ne? Ich kann natürlich.
natürlich jetzt hier anfangen, noch die Pflanzen aufzusammeln, derzeit, wo du da abbaust. Da ich noch ein paar EP mache, aber das ist natürlich auch nicht von jetzt auf gleich, ne? Aber hier jetzt noch? Auch nichts mehr. Gesundheit, Katze. Die haben die ganze Base mit Lagererweiterungen gebaut, kann das sein? Naja, da ist massig drin gewesen. Also da, um die müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ja, aber so viele... Sachen stehen hier auch nicht in der Ecke rum, die ich mal eben so abbauen kann. Ist aber auch, weißt du, wenn du Tiere suchst, sind keine da. Weißt du, wenn du keine brauchen kannst, dann sind zig Viecher da, ne? Auch wenn sie dir über den Haufen, oder dich über den Haufen. Oh, da hinten sehe ich ein Krabbelvieh, sehe ich, das werde ich mir jetzt mal eben holen. So, da habe ich nämlich mal das EP für gekriegt, wenn ich mit dem Raketenwerfer abknall. Super. Echt jetzt? Raketenwerfer gilt nicht. Boah. Sonst ist hier aber auch nix. Keine Spinne, kein nix. So, ab in den Container mit den ganzen Zeugs hier. Eine Spinne, kein nix. Ja gut, ein bisschen hat's wenigstens was gebracht, ne? Aber es reicht nicht ganz. Ja, nicht ganz ist jetzt, ich bin bei 53%, also mir fehlen 47% noch. Die Hälfte. 600 MP klang relativ gut. Ja, für so ein Spinnenvieh war das schon voll okay. Aber hier rennt kein Tier rum. Das ist Hätten wir doch ein paar Zirax leben lassen sollen. Rack, hier haben wir noch einen Rack. Was ist denn eigentlich das da vorne? Das ist auch irgendwas. Polaris Megakorb. Polaris. Wie sieht es denn mit unseren neutral, Zirax-feindlich, das war klar. Ja, Polaris und die Talo und so, die müssen wir alle gut stehen haben, sonst kommen wir mit den Questen dann hinterher nicht. Die Zirax und die Piraten. Piraten brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Die Piraten können wir auch ausmerzen, aber alle anderen bin ich mir nicht sicher, weil ich weiß ja, da sind ja auch viele neue Questen dazu gekommen. Inwieweit du. Aber wenn du Zirax machst, kriegst du für Piraten einiges an Ruf. Ja. Jetzt renne ich hier rum und farm hier wie so ein Verrückten. Wie sieht es denn überhaupt aus? 61%. Oh, irgendwas kommt mir hinterher. Oh, Spinne! 600 EP. Ah, das hier leuchtet so. Okay. Könnte ich davon noch ein paar haben? Ein paar Spinnen.
So, meine Lichter noch ab. So 10, 15 Stück, dann wäre die Nummer geritzt, glaube ich. So, ich würde sagen, hier ist auf jeden Fall alles weg, vorbei. Also hier ist ja, glaube ich, irgendwie ein Gitter, kann das sein? Ah ja. Da war die einzige Spinne hier. Alter Scheiß. Also, wir müssten jetzt mal eben irgendwo gucken, einmal hier entlang fliegen, wo hier ein paar Tiere sind, weil 65%, mir fehlen jetzt noch ein paar Prozentchen. Dann machen wir die eben noch. Ja. Oder willst du die im Off eben machen? Können wir auch eben im Off machen, so ist es nicht. Weil ich meine, ein paar Tiere abknallen, dann muss ja. Ich denke nicht, dass das so interessant ist. Also jetzt, wir müssen ja auch erstmal welche suchen, ne? Ja, genau. Hier sind wir auf jeden Fall erstmal fertig. Ja, okay, dann würde ich sagen. In dem Gelände. Jetzt ist natürlich auch noch dunkel, ne? Passend zum Aufhören. Passend zum Aufhören, ja. Weil ich muss mal eben gucken. Ja, die Folge. Genau, in die Richtung und dann sollten wir doch rein theoretisch. Nee. Pol. Da ist schon der Pol, aber da finden wir keine Tiere mehr. Ja, komm, wir moderieren eben ab und dann suchen wir eben ein Tierchen, oder? Genau. Jawohl, liebe Leute, wir bedanken uns für euch. Heuwagen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Tag, schönen Abend, einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt, bleibt uns gesund und gewogen. Euer Dexter Dex und euer Schneckchen, genau. Folge ohne Heuballen dann hoffentlich. Jawohl. Ciao, ciao. Ciao.